Hallo und herzlich willkommen zu den Tarkov News. Und zwar war Montag der Tarkov TV Podcast Nummer 7. Und kurz vorweg, es gab 5 Drops. Die Granatenkiste, die Ammo-Kiste und die 100.000 Rubel haben wir alle bekommen. Es gab aber ein Problem mit dem Documents Case. Und ihr seht jetzt, hier ist das Documents Case. Also 24 Stunden später ist es da. Wenn sich jemand wundert, oh, ich habe nichts bekommen, nicht aufregen, Nerven bewahren, es ist alles da. Hier ist Doc Case und die Vaseline. Wir schauen uns jetzt an, was genau gesagt wurde. Auf geht's. Ein paar Zahlen vorneweg. Und zwar waren 80.000 Zuschauer live im Podcast dabei. 18.000 Stunden ist die Anzahl an Stunden, die der Spieler mit den meisten Spielstunden hat. Es ist kein russischer Spieler. Es ist nicht Landmark. Er hat den Namen aber nicht genannt. 18.000 Stunden der Spieler mit den meisten Spielstunden. Und momentan haben wir 250.000 gleichzeitige Spieler. Die Server sind am Limit. Ein neuer Hochpunkt ist erreicht. Und ja, sie versuchen das Beste draus zu machen. Aber es ist wirklich viel los momentan. Die nächste Nachricht ist vielleicht eine der interessantesten. Und zwar hat Nikita die Lighthouse-News bestätigt. Wir haben ja im Community-Podcast Nummer 4 gehört, dass es wiederum einen russischen Entwickler-Podcast gab, in dem geleakt wurde, dass 2 Bosse kommen werden auf Lighthouse, eine Safe-Zone und in dieser Safe-Zone ein Händler. Nikita hat das jetzt bestätigt. Die Safe-Zone hat er leider nicht erwähnt. Dafür hat er aber von einem Scharfschützen gesprochen, der den Händler bewachen wird, also ein Bodyguard sein wird. Somit wird der Händler sehr, sehr schwer zu erreichen sein. Das Ganze führt eine komplett neue Spielmechanik in das Spiel ein. Wir werden das erste Mal einen Händler in-game treffen, mit dem wir handeln können. Das soll ja später im Spiel komplett implementiert werden. Also hier die erste Stufe in diese Richtung. Nikita bestätigt das ganz offiziell. Mega, mega cool. Und natürlich sehr, sehr interessant, wie das implementiert wird. Ob das Ganze mit einem Vibe folgt. Wir hatten erst einen Vibe. Wann kommt 12.12? Wann kommt Lighthouse? Kommt dann ein Vibe? Kommt dann vielleicht die Theorie mit dem Soft-Vibe? Sehr, 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 sehr spannend. Auf die Frage, welche weiteren Maps folgen werden, war die Antwort Terminal und Heart of City. Heart of City wird die Tutorial-Map sein. Also da werden wir die ersten Schritte machen auf Heart of City. Alle weiteren Maps, die noch kommen, werden in Zukunft, in den nächsten Jahren, werden Teil von DLCs sein. Die Unity Engine 2019 wird wie geplant 2 Wochen nach 12.11, also jetzt in 1,5 Wochen von heute, implementiert auf den RTS-Servern. Die RTS-Server sind die Test-Server, das heißt, wer da Zugang hat, wird sich das in 1,5 Wochen bereits reinziehen können. Nikita meint aber auch, dass es hier keinen großen Sprung geben wird, also man soll nicht zu viel hoffen. Primär wird es leicht bessere Grafik geben, aber eigentlich geht es um Optimierungen für die Engine, für die Spielbarkeit, Performance-Verbesserungen und eine viel bessere Oberfläche für die Programmierer, um leichter neue Inhalte zu implementieren. Außerdem hat er gesagt, dass das erstmal den Weg ebnet für die Etablierung des Steam Sounds Stufe 2. Also ohne Unity 2019 kein Steam Sound 2 und jetzt wären wir soweit. Was zukünftige Verbesserungen grafisch angehen wird mit dieser 2019 Engine sind atmosphärische Verbesserungen. Da ist der große Fokus drauf, das heißt Lichtspiele, der Nebel, Schatteneffekte innerhalb von außerhalb von Gebäuden und alle möglichen Umwelteinflüsse sind primärer Fokus von den nächsten Grafikverbesserungen. Außerdem hat Nikita bestätigt, dass durch die Partnerschaft mit Nvidia DLSS zu 100% kommen wird. Wann es genau implementiert wird, kann er nicht sagen, aber wir können uns auf DLSS und auf weitere Futures freuen. Der Flea-Market ist jetzt ab Level 20 zu erreichen und Nikita hat gesagt, ich erkläre euch jetzt ganz genau, warum das der Fall ist. Und zwar geht es uns nur darum, das Early Game zu verlängern, denn da ist der Ursprung von Escape from Tarkov die Basis. Die Basis ist nicht das schnelle Gameplay, sondern das, was wir erleben zwischen 1 bis 20 und um das zu genießen, haben wir das Ganze verlängert. Gleichzeitig möchten wir den Standard-Accounts unter die Arme greifen, indem wir wichtige Quest-Items jetzt barterbar machen, also da werden wir neue Sachen hinzufügen. Schlüssel kann man jetzt handeln und wichtige Items eben auch über die Händler kaufen. Unter anderem jetzt auch die Lucky Scuff Junkbox, die man bei Frau Doktor, bei Therapist Level 1 bereits erreichen kann anstatt Level 2 und anstatt 2 Millionen jetzt nur noch 1,1 Millionen zahlen muss. Auch um den Standardspielern weiterhin das Leben zu erleichtern, werden in Zukunft Items für das Hideout bereits einzeln abzugeben sein. Also zum Beispiel 15 Glühbirnen sind benötigt. Wir finden 3 Stück und geben diese 3 ab, sodass wir unseren Stash nicht zu sehr zumüllen und weniger Platzprobleme haben in Zukunft. Nächster Punkt ist das Scav Karma. Wer nochmal die Übersicht haben will, im letzten Video haben wir nochmal genau erklärt, was bringt das Scav Karma, wie kann man es kriegen und so weiter und so fort. Nikita hat hier nochmal erklärt, dass wir in der Scav Karma Stufe 1 sind. Also ganz, ganz wichtig, die erste Stufe, die Einführung des Ganzen. Das ist der erste Schritt.
Wir haben sehr viele Vorschläge bekommen, wie sich das Ganze weiterentwickeln soll, was wir ändern können, was wir ändern müssen. Aber erstmal müssen wir schauen, wie sich das jetzige System entwickelt und dann wird entschieden, was verändert wird. Einige coole Ideen für die Zukunft sind eine Ingame-Hilfe für Scavs, dass die Scavs in einem Raid Items tauschen können, also so eine Art Loot-Table in Raid. Rollenspielelemente werden eingeführt in Zukunft und Scavs bekommen sogar einzigartige Quests. Auf jeden Fall noch erwähnenswert an dieser Stelle ist der Mirka. Der Mirka hat die ganze Zeit versucht, Gameplay zu zeigen und gezockt und ist die ganze Zeit gestorben, teilweise unter einer Minute. Und jetzt schaut euch diese Szene an. Er rettet seine Ehre. Yo, da holt er ihn ein drittes Mal. Indem er dreimal Tagila tötet. Also der Mirka in diesem Podcast, bester Mann. Am Ende kann man sagen, dass das Ganze ein sehr lockerer Podcast war, ein richtiges Q&A. Mal was anderes, war auf jeden Fall cool. Und noch erwähnenswert, Nikita hat bestätigt, dass die Scar nicht im Spiel ist. Also es gibt immer noch Leute, die Scar suchen. Die Scar ist nicht im Spiel, sie ist nicht implementiert worden. Wir haben die Mutant und die MP155. Die Scar kommt in 12.12 und dann auch in mehreren Varianten. Also nicht nur in zwei, sondern noch mehr Varianten. Leute, bleibt gesund, bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal. Hier die letzten News. Viel Spaß damit. Ich verabschiede mich. Raus aus der Basis. Rein in Tarkov. Ciao, 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 ciao. Macht's gut.